Ja, und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry 5. Wir sind an unserem Ziel angekommen und wollen jetzt mal hören, was unser nächster Auftrag ist. Echt super, dass du die Sekte vertrieben hast. Moin, moin. Wenn du mal Zeit hast. Ja, das war der Gibbel, der auch vertreten ist. Herzlich willkommen. Und haben wir alle Spaß? Ungemein. Ganz oben auf dem Turm ist ein Tresor. Und Munition und. Genau das, was uns gefehlt hat. Dinge. Killer-Elch. Okay. Ich habe gerade gekauft. Ich habe Dinge gekauft. Das sind auch 40 Silberbahnen drin. Ich brauche mal irgendwie kurz. Wo? Oben auf dem Turm? Ganz sogar oben auf dem Turm. Okay. Ein bisschen Leitern steigen und so. Wo du immer irgendwie hinrennst, während ich hier so Sachen mache, ne? Ich musste irgendwie nochmal schnell meine Beine rasieren. Versuch dich. Ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt. Das ist halt, wenn du hier so ohne Hose sitzt, dann wird es auch rasiert sein. Das, einfach damit die Luft bis da zirkulieren kann auch. Ja, natürlich. Ja, alles voll jetzt, ne? Alle Granaten habe ich jetzt aber noch gekriegt. Also hoffentlich ist das, was ich vorhabe. Ne, Mist. Das war's nicht. Hoffentlich ist das doch der falsche. Das war. Zu viele Optionen, Alter. Ich bin tot. Ich bin so tot, dass man mich auch nicht wieder retten kann. Achso. Ich wollte gerade sagen, ich sehe deine Leiche nicht. Ich wollte eigentlich den Gleitschirm öffnen und. Aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, es wäre besser, Shift zu drücken. Aber da ich schon auf dem Weg zur Space-Taste war, um den Gleitschirm zu öffnen, ist egal. Das war einfach. Das war so ja, doof. Da ist der Digi wieder. Ja. Und so kann man genau das auch nennen. Das, was uns gefehlt hat. Ein Killer-Elch. So. Ich habe mal einen Elch erlegt. Ich habe immer noch was von dem Fleisch eingefroren. Bevor steht der Digi, dann dürft das ja auch hören. Ja. Wir haben hier ein Problem mit einem Monster-Elch. Eden's Gate hat ihm irgendwas mit Drogen angetan. Jetzt dreht das Tier völlig durch. Wir haben ihn in die Ausläufer des Tals verfolgt. Wir haben einen Trupp losgeschickt, um ihn auszuschalten. Aber der ist verschollen. Er muss erledigt werden, bevor er wieder durchdreht. Aber du musst auf der Hut sein. Das ist ein Ungeheuer. Ein Ungeheuer, sag ich dir. Na, das ist ja ungeheuer nett. Mann, das ist das krasseste Spiel, das ich je gespielt habe. Was spielt er denn? Geh weg! Ich will das krasseste Spiel spielen, was du je gespielt hast. Wie Köder. Anrufbeantworter braucht niemand. Money is what we need. Okay, wo müssen wir hin? Ich könnte das Spiel. Ich kriege immer Angst in letzter Zeit, wenn du sagst. Ist das hier irgendwo eine. Nee, oder? Was müssen wir überhaupt machen? Ein super Drogenelch töten. Okay, der hat immer die ganze Zeit von so einem Elch gefaselt. Hat er gesagt, wo wir hin müssen? Also, es gibt ja hier. Fast 2 Kilometer in die Richtung. In die Talausläufer. Also Richtung Süden vielleicht sogar? Südwesten. No. Ja, das ist Elchjagdgebiet. Das soll ein verrückter Elch sein. All the right. Hast du nicht Falls End befreit? Ja. Okay, dann bist du schon. Ja. So, dann wollen wir mal gucken. Diesem schönen Trampelfarsch wollen wir folgen. Und dann wollen wir mal schauen, was uns erwartet. Ja. Auch ein schöner Rücken kann entzücken. Ja, wir fächern uns auf, wir teilen uns hier auf. Ja, das ist sehr taktisch, gehen wir hier vor. Ich laufe einfach auf dem Weg, weil das ist, was niemand erwartet. Und, ja,
Gibble spielt halt einen Indianer, eine Indianerin, und die schlagen sie nochmal durch die Büsche. Also alles wie gehabt, alles sehr pauschal, alles wie man es überall immer wieder sieht. Also wie sind so die klassischen Rollen. Ja. Immer mit dem Wind anpirschen. Weißt du eigentlich, dass das 1400 Kilometer weg ist? Deswegen hatte ich dir gesagt, fast 2 Kilometer in die Richtung. Jetzt, nicht das. Oh, wer seid ihr denn? Das sind Wuffis. Noch? Das sind keine Wuffis. Das ist ein Auto. Ich habe uns mal ein Auto besorgt. Guter Mann. Ich hab da auch reingeschossen, ja. Ich hab aber nichts getroffen. Und Diggis Lieblingssender ist an. Ja, geil, oder? Ups, ich bin aufs Rad gekommen. Ist nicht euer Ernst. Es ist nicht euer fucking Ernst, ey. Da fährt der Tiggi. Lass uns vorlaufen. Ja, der kann nix. Jawoll. Ich weiß nicht, halt ihr mal an. Muss man hier irgendwas töten? Das muss man in die Luft jagen, oder? Jo. In die Luft jagen kannst du ganz besonders gut. Oh. Okay. Wird Zeit, davon zu verschwinden. Okay. Die haben uns nicht kommen sehen, weil wir nämlich hier mit diesem geilen Fahrzeug unterwegs sind. Die Entzündung ist der letzte Schritt um das Wort des Fahrzeugs. Oder die haben eben noch mit dem Echt zusammen eine Runde Bliss genommen. Das kann natürlich auch sein, ja. Tja. Hätten sie nicht machen sollen. Und da weiß man wieder, Drohnen sind nicht gut. Es ist, glaube ich, nicht das richtige Fahrzeug. Ich glaube, wir hätten... Weiß ich auch nicht. Vielleicht Quad nehmen sollen. So. Jetzt sind wir wieder zumindest auf der Straße. Das ist ein Fluss. Ja. Die Brücke wäre ganz fein. Da vorne ist schon wieder irgendwas los. Irgendwelche Leute, die mir gleich vors Auto laufen. Aber immerhin. Wir sind so ein bisschen dran vorbei, habe ich das Gefühl. Sagt deine Karte, dass er vielleicht ein Boot ist oder so? Ich guck mal selber. Ne. Oh, da hinten wäre zumindest ein Bootsladen. Ja. Mann, ich glaube, das würde lohnen, ne? Komm, wir fahren nochmal hin. Jo. Der Partner wurde entdeckt. Ich habe mein Gamepad abgestellt. Ich glaube, ich muss ihn nochmal anschließen hier. Kann man irgendwie ein bisschen runterfahren mit? Aber ich glaube, wir steigen schon hier aus. Wie, der lebt noch? Sag mal, hast du nicht mehr alle oder was? Stirb gefälligst. Also sowas kann ich hier ab. Solche Rotzlöffel, ey. Solche, keine Ahnung, Rebellen. Ungehorsam. Wenn ich den irgendwie 4 Kugeln Blei in die Schulter schieße, dann soll er auch gefährlichst sterben. So. Okay. Ich glaube, wenn ich jetzt hier lang fahre und dann mich rechts halte, kommen wir an so einen Fluss. Geil, oder? Ja.
Geil. Beim Flusskrieg zum Fluss, sagst du? Ja. Ich meinte eigentlich auch so einen Flussarm, aber mein Gott. Okay, das wird blässig hier. Wir laufen gerade aufs Grund. Nein, ich bin vorher angehalten. Weil ich kann. Wir sind im Suchgebiet. So, was machen wir jetzt hier genau? Wir töten einfach einen Elch, oder was? Den Superdrogenkiller-Elch töten. Okay. Welchen von den ganzen? Das Geile ist, das hier ist unheimlich viel rumliegt mit... Oh, da ist ein Elch! Da sind mehrere Elche. Du musst die richtigen Elch töten. Das ja. War ja einfach. Da ist der richtige. Der wird den rot leuchten. Oder auch nicht. Nein, das war der nicht. Hör doch auf. Da hinten steht er, oder? Da kommt gerade einer. Der Elch, der ein Bär wurde. Töte ihn! Ich halte dir den Rücken frei! Nun töte ihn doch! Also. Ich weiß nicht, ob das der richtige Moment zum Looten ist. Bin mir da nicht so sicher. Ich weiß nicht, wovon du redest. Habe ich ihn überhaupt? Ich glaube, ich habe ihn die ganze Zeit nicht getroffen. Kann das sein? Der brennende Elch könnte es sein. Er sieht diabolisch aus. Entschuldigung, ich habe die falsche Waffe gewählt. Vielleicht. Leider ist es ein bisschen beschädigt. Er ist ein bisschen geplatzt, glaube ich. Ich glaube, du hättest ihn mit dem Messer töten müssen. Wieso hast du ihn nicht mit dem Messer getötet? Dann wäre das Fell jetzt noch heil. Müssen wir jetzt wieder zurücknehmen, ne? Du klingst skeptisch. Nein! Was ist mit Larry Parker? Machen wir jetzt mal Larry Parker oder was? Oder wollen wir zu Rye and Sons Heavy Bla? Das hat irgendwas mit Flugzeugen zu tun. Ja, dann machen wir erst Ryan Sons und gehen unter Umständen danach zu Larry Parker. Okay. Na gut. War nicht das Boot hier? Folgt dir einfach. Okay. Ich glaube, wir können mit dem Boot weiter. Ah ja, okay. Bisschen zurück und dann so. Ja, das machst du schon. Das machst du gut. Das sieht echt gut aus. Das Boot fährt sehr, sehr langsam rückwärts. Es fährt eigentlich gar nicht, oder? Vorwärts ist es gefahren. Steig mal aus. Kann ich das jetzt schubsen oder so? Ich meine, man kann irgendwie Boote auch irgendwie schubsen. Aber das sieht nicht so aus, als würde das irgendwie... Komisch. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich hab's doch... Okay. Da, warte. Es drehte sich gerade. Ja, ja. Ein kurzes Stück. Und ja, dann bin ich wieder in Rückwärtsgang gegangen. Oh. Jetzt. Ist fest. Aber es kommt wieder. So. Los und Matrose, oh hey!
All the righty right. Hey, da kommt eine richtige Kettenstimmung auf hier. Haha, ich bin, was bin ich? Ich bin der Herr der Welten. Keine Ahnung, war das ein Gegner? Weiß nicht. Ein Flugzeug. Ein Himmel. Haha, ist ja irre, was es hier alles zu sehen gibt, oder? Oh, eine Sonne. Eine Sonne. Wo? Sieht aus wie bei uns. Hier. So. Einer war da noch. Hast du den erwischt? Nee, nee, der weggelaufen ist, war irgendwie ein Questziel oder so. Ein Questziel? Naja, oder eine Hauptquest. Echt? Okay. Aber das ist doch noch nicht da, wo wir hin sollen, oder doch? Nein, nein. Verdammt, hallo? Wieso legst du jetzt hier an? Hallöchen mich. Ein paar Kultisten haben erzählt, John wollte das Flugzeug der Wise haben. Aber Nick hätte nein gesagt. Deine kluge Entscheidung. Hm? Was nun? Der hat nur was zu den Wise gesagt. Ja, das ist irgend so ein Typ halt. Okay, weiter geht's. Haben wir mal ein bisschen Zeit zum Nachladen. Kolben putzen und so. Na nun? So, wir könnten jetzt so langsam an Land gehen. Jo. Wir können zwar auch zum Anlegersteg, da ist auch dann ein, oh, da ist dann auch so ein Fahrzeug, aber so. Okay. Okay. Scheiße, das ist echt ein Knopf. Ja. Statt zum Anlegersteg können wir auch hier. Ja, ist in Ordnung. Alles gut, alles gut. Wir sind Pickup. 400 Meter oder was. Und dann ist auch noch ein Fahrzeug. Genau, alles klar. Siehst du, das ist genau das meinte ich auch. Boah, ich liebe es, durchs Gelände zu fahren. Finde ich aber voll geil. Ne? Ich bin ja früher auch mal sogar viel Enduro gefahren. Was ich einfach so geil finde. So geil. So geil. Ja, ich glaube, das ist einfach nur der Flughafen hier. Ich glaube, wir müssen mehr zum Gebäude. Also hier so. Du siehst verwirrt aus. Aber entschlossen. Man muss sagen, also das kann man dir nicht absprechen. Du bist mit einem Pickup-Auto, Bus, Dings, mitten im Wald und aber du erträgst es. Wie eine Frau. Angekommen. Fantastisch. Wer schießt hier und verjagt mir meinen Questgeber? Hm? Bringt sie zurück, ich schwöre. Okay, Gott. Er guckt Richtung Norden. Und nimmt Deckung Richtung Südwesten. Hier irgendwo. War an der Straße irgendwie, ne? Ich sehe zwei Fahrzeuge. Keine Ahnung, hier ist nichts mehr. Da ist irgendwas. Oh doch, hier. Und da kommt noch ein Fahrzeug. Da muss erstmal der Gibbel kommen, damit der stirbt, weißt du? Ich schieß da dreimal drauf. Gibbelt und die ganze Zeit. So, komm, den kriegst du.
Ja, komm, noch einmal. Kommt und dann aus der Hüfte schießt er den weg, so, weil ihm das einfach zu lange gedauert hat. Sagen wir doch mal ehrlich. So was in der Art, wenn du das sagst. So war es genau, exakt genau so war es doch. Ich habe noch den Tresor aufgemacht. Ich weiß nicht, ob das Money noch da drin ist. Jo. Wenn du nicht wegläufst, dann spreche ich ihn noch an. Ja. Ich finde das echt mal geiler, dass du ihn irgendwie ansprichst und erzählst mir dann in deinen Worten, ich schwöre bei Gott, dass was wir machen müssen. Aber okay. Umbringen werde. Hast du die Peggys mit meinem Flugzeug abhauen sehen? Nö. Ich muss es wieder haben. Das war unsere einzige Chance, hier rauszukommen. Ja. Ich würde ja selbst gehen, aber meine Frau ist schwanger und überfällig und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, ohne das Flugzeug sind wir am Arsch. Bitte, meine Familie braucht deine Hilfe. Tut mir leid. Diese Gefühlsduselei ist nicht mein Ding. Ich bin übrigens Nick. Nur, so wie ich die Sekte kenne, haben sie meinen Flieger auf John Seeds Ranch gebracht. Das ist die einzige Piste, wo man das Ding landen kann. Ich weiß, das ist ganz schön viel verlangt. Aber ich bin echt verzweifelt. Wingman. Story Mission. Ja, pass mal auf. Die Story habe ich, glaube ich, irgendwie als ziemlich erste Story beim ersten Mal durchspielen gemacht. War irgendwie voll krass, Alter. So, da fahren wir jetzt mal hin, oder was? Haben wir ein vernünftiges Auto? Oder nehmen wir den wieder? Boah, bevor wir lang überlegen. All the right, the right. Hat er einen Plan? Nö. Soll ich mal kurz reparieren oder wird es sofort? Alles super. Okay, ich dachte die ganze Zeit, da ist was, da war nichts. Was hast du so in letzter Zeit gespielt? Okay. Bam. Oh, verdammt, der lebt noch. Was habe ich in letzter Zeit gespielt? Also, naja, Factorio und halt Assassin's Creed Odyssey habe ich jetzt hier gespielt. Oh. Ja. Was halt irgendwie... Ja. Der Vorteil einer Konsole ist halt... Dass man auf der Couch sitzt im Wohnzimmer und dann halt die Konsole anmacht und ein bisschen rumdaddelt mit dem Gamepad so. Und da ich ja jetzt Stadia hab, kann ich diese Vorteile vollends genießen. Ja, das mache ich dann auch. Und dann hab ich so ein bisschen für mein Let's Play halt so ein paar Sachen gemacht bei Factorio. Und ein bisschen was vorbereitet. Was halt irgendwie so ein bisschen langatmig ist und was ich auch schon tausendmal auch im Let's Play gemacht habe. Deswegen habe ich das jetzt offscreen gemacht. Das ist so das, was ich in letzter Zeit gespielt habe. Dings habe ich ja schon durch. Star Wars The Fallen Order. Und ja, steck, steck. Au, irgendwo ist ein Sniper. Oder mehrere Sniper. Ja, ich sehe auch einen gerade. Ich sah zumindest sein Licht. Das sah jetzt, es hört sich mehr wie eine Rakete an. Das war das nächste, was eben gerade für mich vorbeigebracht wurde. Die haben also Geschenke für dich. Ja. Also zumindest habe ich mal den Typ jetzt hier beseitigt, der an dem Granatenwerfer war. Gut, den einen Sniper auf dem Dach habe ich dir auch weggenommen. Der wollte dir in den Rücken schießen. Was? Das kann ja nicht sein. Das ist ja unglaublich. Die Leute lassen sich Sachen einfallen. In den Rücken. Okay, wir haben hier ein Flugzeug.
Oh, da ist noch ein Sniper. Naja, zwei müssten noch leben. Einer. Zumindest habe ich als letztes zwei. Einer ist noch vor mir. Oh, da sind noch neue angekommen. Da kommen schon wieder neue an. Ja. Scheiße! Welche Form von Scheiße? Scheiße im Sinne von Panzerfaust abgeschossen, aber dann doch irgendwie verrissen. Oh, ich bin echt noch gestorben. Ach, du auch? Gut. Echt, du auch? Krass. Ja. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Daran habe ich ja alles richtig gemacht. Ja. Okay, das ist ein schöner Übergang, glaube ich. Wir sind tot und wir werden es im nächsten Teil jetzt richtig machen. Ne? So, deswegen, ja, schön, dass ihr da wart. Lasst doch einen Daumen da oder ein Abo vielleicht noch und dann bis später. Tschüss.